Eins muss man der Wall Street lassen. Die USA brennen, der Handelsdeal fliegt den Amerikanern um die Ohren, aber die Wall Street steigt. Das muss man erstmal schaffen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Ausblick auf das, was vielleicht jetzt zu erwarten ist in dieser neuen Woche, die praktisch ja für Deutschland erst so richtig heute startet nach dem gestrigen Pfingstmontag. Die USA haben gleichwohl gestern schon gehandelt und nachdem die Futures aufgrund dieser Riots in den USA, dieser Ausschreitungen einerseits in den USA und andererseits praktisch dem Platzen des Phase 1 Deals zunächst mal gefallen waren, ging es dann wieder nach oben und letztendlich hatten wir Plus Vorzeichen vor den Kursen an der Wall Street. Was wird der DAX draus machen? Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Zunächst mal das Geschehen in den USA. George Floyd protests nationwide. Es ist in vielen, vielen Großstädten der Fall, dass hier praktisch massive Ausschreitungen neben friedlichen Protesten der Fall sind. Das ist also jetzt ein Phänomen, das man wirklich sagen kann, ja, die USA brennen ein Stück weit, zumindest die Großstädte brennen und die Welt ist ein bisschen entsetzt, wie wir hier zum Beispiel von Axios entnehmen, diesem Polit-Insider-Magazin aus Washington, die hier die Headlines einiger Zeitungen aus der Welt zeigen, was da so abläuft in den USA und vor allem auch in Washington DC, also in unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses. Das heißt, der Donald Trump hört das physisch, was da eigentlich vor sich geht und reagiert darauf auf seine Weise. Wir wollen uns mal hier ein paar Bilder, oder hier gibt es Live-Cams, Live-Feeds hier zu diesen Ausschreitungen. Das vielleicht Bedeutende ist, dass diese Ausschreitungen sich jetzt verlagern von den Innenstädten hin zu Vorstädten, Suburbs, die also vielleicht etwas weniger kontrolliert sind bisher als eben die Innenstädte. Und wir haben jetzt praktisch die Entwicklung, dass vor allem in Los Angeles und New York massive Plünderungen der Fall sind, das als neueste Entwicklung. Und wir haben dann Sid Donald, der sich hingestellt hat nach einer Fernsehansprache und dann zur St. John's Church gegangen ist, nachdem man vorher den Weg dahin freikämpfen musste mit Tränengas etc. Dann nahm er eine Bibel in die Hand. Die Bischöfin in dieser Kirche hat sich sehr stark jetzt gegen diese Aktion gewendet und gesagt, das ist Missbrauch, was hier passiert. Jedenfalls hatte Donald Trump eben diese Bibel hochgehoben. Das ist natürlich schon ein starkes Stück, hier praktisch die alten Werte Amerikas beschworen, zuvor aber eben gesagt, ich bin euer Präsident of Law and Order, Recht und Gesetz. Und Trump will jetzt offenkundig hier das US-Militär aktivieren. Das geht aber gar nicht, das ist die Sache der Bundesstaaten. Das heißt, der Bundesstaat müsste aktiv, ein US-Bundesstaat wie Kalifornien, oder welcher auch immer, müsste aktiv sagen, ja, wir brauchen Hilfe vom US-Militär, das ist verfassungsrechtlich sehr, sehr schwierig. Und wenn ein Gouverneur sagt, ich will das nicht, wie viele Gouverneure das schon gesagt haben, vor allem demokratische Gouverneure, dann wird das sehr, sehr schwierig. Trump hat heute in dieser Pressekonferenz, kann man sagen, die nicht geplant war, heute Nacht gesagt, ja, wir haben hier massive Ausschreitungen, dagegen müssen wir vorgehen. Er hat auch eine gewisse Sympathie, Empathie für die friedlich Demonstrierenden gezeigt. Das entspricht aber wohl nicht seiner eigentlichen Haltung. Er hat ja vorher gesagt, wenn die Riots beginnen, dann wird geschossen. Wenn die Ausschreitungen beginnen, dann wird geschossen. Seine Berater, hier ausführlicher Bericht auf Axios, ebenfalls diesem Washingtoner Insider-Magazin, seine Berater haben gesagt, das kannst du so nicht machen, du musst eine gewisse Empathie für die friedlich Demonstrierenden zeigen, sonst haben wir hier ein Problem, vor allem bei den Frauen aus der Mittelschicht, wir haben ein Problem in den Vorstädten, denn das sind die Leute, die sagen, ja, da ist ja durchaus ein Grund, dass hier demonstriert wird, wir wollen nur nicht diese Ausschreitungen. Und Donald Trump hat das heute Nacht umgesetzt und, naja, sagen wir mal so, eine gewisse Empathie geheuchelt. Er hatte ja auch den Bruder von George Floyd angerufen, der hat gesagt, ich bin gar nicht zu Wort gekommen, der hat nur gequatscht, ich kam gar nicht zu Wort, der hat sich für mich überhaupt nicht interessiert. Gut vorstellbar. Jedenfalls hatte Trump jetzt sozusagen schon eine Wahlkampfmischung hier präsentiert, Empathie auf der einen Seite und die scharfe Verurteilung auf der anderen Seite mit der Drohung, das Militär hier einzusetzen und sich als Präsident
des Law and Order zu präsentieren. Jetzt haben wir aber gesehen, die Aktienmärkte, wie gesagt, sind gestern dennoch nicht gefallen. Schauen wir mal in die Geschichte. Wir hatten, als Martin Luther King 1968 umgebracht wurde, erschossen wurde, stieg der Dow Jones um 5%. Beim Blackout, Stromausfall 1977 stieg der Dow Jones auch. Da kam es auch zu Auseinandersetzungen gewalttätiger Art. 1992 die Los Angeles Riots, die Ausschreitungen in Los Angeles, Dow Jones plus 1%. Und 1999 die Seattle Battle. Dow Jones ebenfalls 91%, also man hat eine gewisse Geschichte des Steigens, wenn die Ausschreitungen der Fall sind, aber es ist eben natürlich so, dass die USA derzeit ein durchaus schwaches Bild abgeben, nicht gerade eine Führungsfunktion scheinbar wahrnehmen. Donald Trump hat in dieser Rede heute, in dieser Ansprache heute gesagt, ja, die beste Zukunft liegt noch vor uns, naja, besser als die aktuelle Situation dürfte es hoffentlich sein, denn die ist so desaströs. Nicht nur, dass die Amerikaner natürlich schwer getroffen sind vom Coronavirus, sondern jetzt eben auch diese Ausschreitungen massiver Natur, landesweit muss man sagen. Es zeigt die Brüche der amerikanischen Gesellschaft, die praktisch gegeneinander agiert inzwischen schon, dass man hier von einer Gesellschaft kaum mehr reden kann, die sozusagen zusammenhält in irgendeiner Form. Die Interessen sind so unterschiedlich. Jedenfalls nimmt das auch China mit Genuss wahr. Hier sagt Hu Xijin, Chefredakteur der Global Times, naja, in Hongkong findest du diese Ausschreitungen scheinbar ganz gut, lieber Donald, aber in den USA scheinbar nicht so gut. Das ist doch wieder mal deine Doppelzüngigkeit. So sagt er, und man ist in China insgesamt der Auffassung, naja, Trump beißt nicht, sondern er bellt viel. Das haben wir ja gesehen am Freitag in dieser Pressekonferenz, als Trump angekündigt hat, ich würde etwas gegen China unternehmen, um dann der WHO die Mitgliedschaft aufzukündigen und ein paar Sonderprivilegien für Hongkong aufzuheben. Also das ist nicht das, was man sich in China erhofft respektive befürchtet hat an Reaktion, und gestern ja dieser Bericht, dass China den Erwerb von Landwirtschaftsprodukten aus den USA einstellt, das hat man in der Global Times indirekt praktisch bestätigt, indem man sagt, ja, das ist eine Reaktion auf diese Hongkong-Geschichte, und wir sehen, dass insgesamt die Chinesen jetzt aus Brasilien ihre Sojabohnen beziehen, denn dort sind die Exporte von Sojabohnen 45% gestiegen. Denn man sagt hier, das ist schlichtweg wettbewerbsfähiger, sprich die Brasilianer bieten die Sojabohnen günstiger an. Mit anderen Worten, der gesamte Phase 1 Deal, der so großartig gefeiert wurde als größter Deal der Geschichte von St. Donald, der ist praktisch tot. So kann man sagen. Jetzt interessant, die Chinesen sagen, so heißt es in der South China Morning Post aus Hongkong, dass man fürchtet, dass im Worst Case, wenn diese Geschichte mit Hongkong weiter eskaliert, die Amerikaner sogar die Chinesen vom Dollarsystem abkoppeln könnten. Das wäre wirklich die Atombombe, das würde bedeuten, dass keine chinesische Bank mehr an Dollars kommt. Das wäre dann wirklich das Heftigste überhaupt. Abschließend noch ein paar Grafiken. Wir haben hier mal eine Statistik des ersten Handelstags im Monat. Oft ist ja so, dass jetzt zu Monatsbeginn neue Gelder in die Märkte fließen von Anlegern, die irgendwelche Sparpläne haben etc. Wir sehen hier blau das, was sozusagen der erste Handelstag ist, und hier die braune Skalierung, wenn ich das mit meiner Farbblindheit richtig sehen kann, ist der Gesamtmonat in den letzten Jahren. Wir sehen, dass da also immer wieder eine ziemlich große Abweichung zwischen dem ersten Handelstag und dem Gesamtmonat dann der Fall war. Das heißt, es ist noch nicht sicher, wie wirklich der Monat läuft, nachdem wir gestern ja positive Vorzeichen gesehen haben. Small Caps, diese Nebenwerte, die zum Beispiel im Russell 2000 gehandelt werden, die sind so teuer wie noch nie. Wir haben jetzt ein Kursgewinnverhältnis von knapp 70. Naja, es ist halt wahnsinnig günstig. Fast die Hälfte dieser Unternehmen macht ohnehin Verlust, schon vor Corona. Dementsprechend sehen wir hier Bewertungen, und der Russell 2000 ist der Index, der jetzt am besten gelaufen ist. So ein bisschen der neue Nasdaq, hat man das Gefühl. Wir sind jetzt bei 144% des BIP in Sachen Marktkapitalisierung der Wall Street. Wenn wir jetzt das zweite Quartal noch mit einbeziehen würden, das so zwischen minus 23 und minus 52% erwartet wird, dann wären wir weit, weit über 200% absolutes Allzeithoch. Und wir sehen, wir sind jetzt auch
im Prinzip auf Allzeithoche der Bewertung. Wir haben aber, und das ist der kleine Unterschied, die Investoren an der Wall Street auf der einen Seite und wir haben CEOs, die viel weniger optimistisch sind, laut Umfragen. Und die CFOs, das sind die Finanzchefs von Unternehmen, die sagen, wir werden beim Dow Jones nochmal auf die 19.000 zurückfallen müssen, bevor wir vielleicht neue Hochs sehen können. Schauen wir uns mal an, was im asiatischen Handel hier passiert ist. Wir haben heute wieder zuverlässig die Asienrampe gehabt. Ich stehe mal wieder vor den Charts, das ist mir jetzt gerade brühheiß aufgefallen. Jedenfalls sehen wir den S&P 500 mit Asienrampe dann nochmal nach oben gesprungen, nachdem es zunächst mal nach unten ging bei 3052 Punkten. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, wir sehen den DAX aktuell knapp an der 11.900er Marke. Wir sehen Gold bei 1736 und wir sehen amerikanisches Crude Oil geht weiter, $35.75. Also, das ist der Stand der Dinge. USA, die USA brennt, Amerika brennt, die Wall Street steigt. Der Phase 1 Deal ist Geschichte. Die Amerikaner haben ein richtiges Problem, aber es wäre natürlich nicht unbedingt amerikanisch zuzugeben, dass man ein kleines Problemchen hat. Also hält man die Wall Street oben. Mal sehen, wie lange das gelingen kann. Normalerweise müsste eine Korrektur folgen, bevor wir dann vielleicht nochmal weitere Anstiege sehen. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diese Woche und sage euch Servus und Ciao.